Und dann ist es auch schon passiert. Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Habt ihr auch diesen einen Kumpel, den ihr schon lange mal pranken wolltet? Oder diesen einen Typen auf dem Server, der eigentlich schon lange mal draufgehen sollte und es ist wirklich mal an der Zeit? Dann habe ich heute genau das Perfekte für euch. Ich habe nämlich eine kleine, einfache, aber dennoch sehr effektive Falle ausgedacht. Und dazu müsst ihr euch vorstellen, dass ich jetzt einfach mal der Typ bin, also euer größter Feind oder euer bester Freund. Und ich laufe so durch die Welt und sehe auf einmal, wow, hier ist ein richtig schöner Baum, den ich vielleicht mal fällen sollte. Und dann stellt er sich hier hin, fängt an, den Baum abzuholzen, den ersten Block, den zweiten Block. Und dann ist es auch schon passiert und er ist gestorben. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch einmal in einem kleinen Tutorial. So, um das Ganze nachzubauen, brauchen wir als erstes einmal einen Baum auf einer relativ geraden Fläche, so wie das hier der Fall ist. Ihr könnt ansonsten auch einfach einen Baum pflanzen. Das ist auch kein Problem, wenn ihr einfach nur eine gerade Fläche habt. Dann geht ihr zu diesem Baum hin und füllt drumherum erstmal so einen Graben aus, verbreitert das Ganze noch einmal, also dass es zwei Blöcke in jede Richtung erstmal weggeht und das Ganze drei Blöcke tief, das heißt also nochmal das Ganze und dann noch einmal das Ganze. So, diese drei Blöcke in der Mitte, die kommen auch weg. Dann packt ihr einen Beobachter von unten an den Baum dran. Und jetzt setze ich hier in die Mitte einen Block drauf. Es ist eigentlich egal, was für ein Block das ist. Und dort eine Redstone-Leitung drauf. Dann als nächstes brauchen wir einmal Kolben oder diese Pistons. Und den setzen wir dann von der Seite einmal hier so dran. Rechts daneben noch einen. Und links daneben auf der anderen Seite genau das gleiche. Und in diese Lücken dann auch jeweils einen Kolben, dass das einmal hier komplett drumherum geht. Anschließend müssen wir jetzt hier an den Rändern noch einmal tiefer nach unten gehen. Beziehungsweise eigentlich sogar noch einige Blöcke. Jetzt ist es sogar egal, wie tief wir gehen. Das müssen Hauptsache. Ups, nee, nicht hier rein. Ich habe hier verbaut. Also es müssen hier einige Blöcke raus. Wie viele das letztendlich sind, das ist, wie gesagt, eigentlich fast egal. Es muss Hauptsache tief genug sein. Also ich glaube, es müssen mindestens vier oder fünf Blöcke sein. Also dort baut dann einfach ein gutes Stück runter. So, ich mache noch eine Etage. So. Anschließend nehmen wir wieder Redstone und packen die einmal hier komplett auf die Pistons drauf, also dass hier überall Redstone drauf ist. Dann nehmen wir uns Fackeln und die müssen wir jetzt gegenüber von diesen Redstone, also dort, wo die ausfahren, dort gegenüber setzen wir einmal Fackeln an die Wand. Das heißt hier in die Mitte, dort und hier wieder in die Mitte. Und dann können wir eigentlich schon Lava nehmen. Und diese Lava unter dieser Fackel auf dieser Höhe einmal an die Wand anbringen. Und zwar komplett drumherum. Und warum das Ganze tief genug sein muss, das ist, weil diese Blöcke hier, die Sandblöcke nachher runterfallen werden. Und die müssen in der Lava verschwinden. Und trotzdem muss der Typ auch noch in der Lava mit verschwinden. Das heißt, deshalb muss das so ein bisschen tief sein. Mindestens drei weitere Blöcke. Genau, wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir uns als nächstes einmal Sand und setzen das auf diese Fackeln drauf.
Und dort, wo jetzt keine Fackeln sind, dort setzen wir Erde hin. Also wo noch kein Sand ist, an diesen freien Flächen. Und jetzt packen wir noch einmal überall Sand drüber. Und hier auch einmal komplett Sand drüber. Und dann seht ihr schon, der Baum steht jetzt einfach so auf dem Sand. Ich habe das vorhin gemacht, weil das so ein bisschen auffällig ist, habe ich das mit dem Sand noch so ein bisschen verziert, also das Sand so ein bisschen verbreitert und so weiter. Ihr könnt das ansonsten auch irgendwo in der Wüste machen. Und genau damit das nicht so auffällig ist. Und das Prinzip ist jetzt, wenn der Typ jetzt hier hingeht, stellt er sich hier hin. Ich mache das jetzt mal etwas von weiter weg und dann werde ich auch sofort sehen, was diese Schwäche von dieser Falle ist. Also dann fängt er an, diesen Block kaputt zu machen, im Idealfall oder keine Ahnung, irgendwann mal macht er diesen unteren Block kaputt und ihr seht schon, einiges fällt hier runter und wenn man sich gerade an dieser Stelle befindet, fällt man runter in die Lava und ihr merkt das direkt, es sind nur einige Blöcke, die komplett runterfallen. Also wenn man hier auf dieser Linie sich befindet, hier in dieser Ecke, hier oder hier, dann fällt man runter in die Lava. Aber wenn man jetzt weiter weg steht, so wie ich gerade, dann bleibt man halt safe. Oder wenn man weiter innen steht, bleibt man safe. Oder von der Ecke. Das ist so ein bisschen die Schwachstelle. Also man muss schon ein bisschen darauf hoffen oder spekulieren, dass der Typ an dieser Stelle gerade steht. Das ist so ein bisschen die Schwäche. Aber an sich funktioniert das Ganze. Und weil dieses System seine Schwächen hat und weil das System ein bisschen teuer ist durch das ganze Redstone, was man hier verbraucht, habe ich noch eine zweite Variante gebaut und die zeige ich euch jetzt. Euer Freund oder Feind ist mal wieder unterwegs, nichts ahnend, sieht schon wieder diesen schönen Baum, stellt sich hin, fängt an, diesen Baum kaputt zu holzen, den ersten Block. Den zweiten Block und dann checkt er, oh, hier ist irgendetwas, weiß vielleicht nicht wirklich etwas damit anzufangen und dann ist es auch schon wieder passiert, er ist gestorben. Und auch das gucken wir uns jetzt einmal in einem kleinen Tutorial an. Für diese Variante brauchen wir schon wieder einen Baum auf einer etwas geraden Fläche, wobei die muss nicht mal unbedingt gerade sein, aber es ist einfacher, das Ganze jetzt zu zeigen oder nachzubauen. Dann anschließend gehen wir einmal unter diesen Baum. Das ist jetzt ein bisschen von Nachteil, dass die Blätter hier unten sind. Deshalb gehe ich jetzt so ein bisschen hier einfach drunter. Noch zwei weitere Blöcke runter, also dass wir insgesamt drei Blöcke unter diesem Baum sind. Reißen das alles hier so ein bisschen ab. Wir müssen das jetzt nicht wirklich abzählen, aber wir müssen jetzt einfach so in die verschiedenen Richtungen einfach mal so eine Fläche abreißen. Je größer die ist, desto besser ist es eigentlich nachher oder desto effektiver wird die Falle auch sein und gefährlicher. Und man kann sie theoretisch sogar 100% safe machen, also dass die Person, die diesen Baum hackt, dass die hundertprozentig in der Lava landet. Dafür muss man das einfach nur groß genug machen. Ich zeige euch das einfach nur jetzt beispielsweise an der Größe, wie ich das jetzt hier mache. Anschließend müssen wir wieder mal von unten einen Beobachter an diesen Baum dran setzen. Dann wieder einen Block hier drunter. Und jetzt gehen wir nach links. Ich gehe jetzt einfach mal drei Blöcke nach links, drei Blöcke nach rechts. Hier einen Raum, damit ich da durchgehen kann. Drei Blöcke in diese Richtung, also drei Blöcke in alle Richtungen einfach. Also so, dann kommt ein Redstone in die Mitte und zwei Redstone in jede Richtung. Und am Rand kommt TNT hin. Und dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon fast, was passiert. Also jetzt TNT hier in alle Richtungen. Und was ihr dann noch machen müsst, das ist ganz wichtig. Ihr müsst das Ganze jetzt alles noch tiefer ziehen. Also die ganze Ebene, die ich jetzt so ausgehoben habe, die müsst ihr dann noch tiefer ziehen und dort nachher Lava reinsetzen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten nur von dem TNT der Schaden reicht nicht aus, um einen Menschen oder um einen Minecraft-Spieler hier komplett außer Gefecht zu setzen. Das heißt, ihr müsst hier noch weiter runtergehen. Es reichen aber eigentlich schon ja, diese Höhe, die ich habe. Sogar eine Höhe darüber würde auch schon reichen. Ich mache das jetzt aber einfach mal auf dieser Höhe. Und genau, dann muss man hier natürlich die Ränder einmal zumachen. Und wie gesagt,
Bei dieser Falle ist es sogar egal, wie groß das ist. Je größer, desto besser, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Person nachher in der Lava landet. Genau, dann füllt ihr hier einfach die Fläche aus, dass wir hier überall Lava haben. Am besten macht ihr an den Wänden hier auch nochmal irgendwie Blöcke hin, dass man da nicht so schnell rauskommt. Und dann können wir eigentlich schon wieder hoch an die Oberfläche. Das Ganze müsst ihr dann noch zumachen. Hier auch, damit man keinen Verdacht schöpft. Und ihr seht schon, jetzt sieht das alles ganz normal aus. Ist gerade ziemlich dunkel. Ich mache es deshalb wieder zum Tag. Und das war's dann eigentlich schon. Sobald diese Person jetzt diesen Block da unten abreißt, geht das TNT an, fliegt in die Luft, reißt diesen ganzen Boden kaputt, also die Blöcke gehen alle weg und ihr selber fallt runter in die Lava, weil diese ganzen Blöcke, wo die Leitungen drauf sind und sowas, die werden auch komplett zersprengt. Das heißt, der Weg zur Lava ist komplett frei. Im Idealfall müsste das alles jetzt funktionieren. Ich hoffe mal, es klappt jetzt und es gibt keinen Vorführeffekt. Also erster Block kaputt, zweiter Block kaputt. Und ihr seht, dieser Block ist einmal hier und genau das Ganze funktioniert. Es ist explodiert und man ist runter in die Lava gefallen. Und um das Ganze noch safer zu machen, müsstet ihr diese Fläche jetzt nochmal vergrößern, weil sobald man den Block unten weggemacht hat und der Spieler checkt, oh, das ist wahrscheinlich eine Falle, wird er wahrscheinlich anfangen loszusprinten und abzuhauen von dem Baum. Und das heißt, wenn ihr die Fläche aber noch größer macht, hat er irgendwann mal keine Chance mehr abzuhauen und landet 100% in der Lava. Also wenn das 100% safe sein soll, dann müsst ihr das einfach vergrößern. Aber ansonsten, falls er sich erstmal fragt, was ist das und überhaupt nicht rafft, was Sache ist, dann wird er einfach richtig schnell unten in der Lava verschwinden. Und genau das war's mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Falle. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze auch so vernünftig nachbauen. Also wirklich, um so ein paar Leute zu ärgern, ist das, glaube ich, richtig cool. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, das wäre richtig cool. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis morgen. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.